Das letzte Mal haben wir das Ganze ein bisschen erweitert. Wir haben jetzt zwei große Flügel, die fast gefüllt sind. Also wir bekommen jetzt dann im nächsten Tag quasi nochmal 10 Gefangene obendrauf. Wir haben inzwischen schon 16 Gefangene wieder freigelassen. 21% Wiedereinknastungsrate ist, denke ich, schon mal ganz gut für den Anfang, für die ersten, die wir haben. Wir haben hier ein bisschen weiter aufgestockt an ein paar Sachen, Kantine ein bisschen erweitert. Wir haben, ich glaube, die Bibliothek haben wir letztes Mal neu gemacht, den Workshop ein bisschen vergrößert, da der uns extrem viel Geld einbringt. Da haben wir meistens so 2000 plus. Oh, weia. Hier werden wieder Sachen gefunden. Yo. So sieht's aktuell aus. Das könnten wir nämlich auch mal machen. Und diese Aufgabe abschließen. Durchs gesamte Gefängnis müssen wir CCTV aufbauen. Das ist natürlich extrem viel. Und es kostet auch extrem viel Mitarbeiter, muss ich leider sagen. Ich weiß gar nicht, wo ich die Monitore dann überall hinstellen soll. Na, am besten bauen wir die Tür hier um. Weil wir brauchen jetzt auf jeden Fall zwei neue Beamte dafür. 83% haben wir abgedeckt. Das heißt, es müssten fast noch mehr Kameras sein. Ah, dann müssen wir wahrscheinlich hier noch einen hinbauen. Und wir haben es geschafft. Den nehme ich allerdings wahrscheinlich nicht in Betrieb, sondern der wird im Endeffekt erstmal gelassen. So, dann spulen wir das Ganze wieder ein bisschen vor, damit es ein bisschen schneller geht. Wir haben hier inzwischen auch sogar zwei Gangmember, die hier wohnen. So, die sind gerade im Yard, dann sind sie eigentlich immer relativ gut unterdrückt. Dann könnten wir jetzt mal die Zellenblöcke durchsuchen und unsere tägliche Routinekontrolle durchführen. Um dann mal zu sehen, was wir denn so Interessantes finden. Genau, das letzte Mal hatte ich ja angesprochen, dass ich eigentlich vorhabe, eventuell einen zweiten Gefängnisbereich zu bauen. Das wird wahrscheinlich auch stattfinden. So, jetzt möchten wir erstmal hier die Steuern reduzieren. Und zwar würde ich versuchen, einen Hochsicherheitstrakt anzubauen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob das sinnvoll ist, weil die Leute sind immer besonders gefährlich. Ups, Entschuldigung. Von den Ressourcen her müssen wir sowieso bald ausbauen und eine zweite Power Station bauen. Also selbst wenn wir wieder normale Gefängniszellen bauen würden, hätten wir das Problem, dass wir vermutlich auch noch mal kommt das Gleiche, was wir jetzt schon haben, grob müssten wir noch mal ungefähr nachbauen, weil einfach der Platz nicht da ist, ja. So, unsere Jungs suchen hier schon fleißig. Haben auch das ein oder andere schon gefunden. Leider dann doch nicht ganz so viel wie erwartet.
ohne größere Probleme. Ich habe schon wieder diesen lustigen Bug mit meinem Mikrofon. Ich weiß nicht wieso, aber mal gucken. Als ich das letzte Mal an Strom angeschlossen hatte wieder, hat es lustigerweise ja funktioniert. Von dem her gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir jetzt wieder denselben Effekt haben werden. Dass es dann auch wieder ohne Probleme klappt, dass es nicht mehr verbindungstechnisch abbricht. Naja, wir werden sehen. Ah, ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Der erkennt noch mein altes Headset, das ich eigentlich gar nicht mehr dran habe. Das ist natürlich schlecht. Daran könnte es natürlich liegen, dass er deswegen hin und wieder abbricht. Aber gut, sei es drum. Das kriegen wir auch so hin. Jo. Jetzt schauen wir mal, was hier noch so passieren wird. Also, ach, die Dame sitzt hier nur, die schläft gar nicht. Die möchte Sicherheit. Also Sicherheit sollte sie hier drin auf jeden Fall haben. Wir haben genug Sicherheitspersonal da. Das Einzige, was mir noch nicht gefällt, ist, dass wir hier tatsächlich zwei Gänger haben, die wir vermutlich auch nicht so schnell wegbekommen. Aber denke ich, wird insgesamt eigentlich auch ein kleineres Problem sein. Also interessant wird es jetzt richtig, wenn dann am nächsten Tag die neuen Gefangenen kommen. Und dann, wenn wir einen zweiten Gefängnisblock quasi aufbauen würden. Da müssen wir mal schauen, wie wir den planen. Also planungstechnisch kann ich da ja schon mal anfangen, wie ich mir das Ganze vorstelle. Im Endeffekt würden wir hier über dieselbe Rezeption laufen. Allerdings, eigentlich würde ich gerne ein paar Sachen umplanen. Das Problem ist, das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Da müsste ich das gesamte Gefängnis, so wie wir es jetzt stehen haben, komplett umbauen. Dazu bräuchte ich ein bisschen mehr Fläche, ein bisschen mehr Land, um das hier ein bisschen umzustrukturieren. Dann würde ich hier drüben die Fläche kaufen, aber die kostet leider 80.000 Dollar, was nicht gerade wenig ist. Was kostet das hier? Auch 80.000 Dollar. Also das ist alles nicht so wenig, weil im Endeffekt würde ich eigentlich gerne eine Sammelrezeption bauen, die aber in verschiedene Gefängnisbereiche, Trakte quasi verzweigt. Und deswegen müssten wir da ein bisschen umstrukturieren, sodass wir die Blöcke voneinander unabhängig halten können, dass die sich nicht gegenseitig ins Gehege reinrennen. Eine Idee wäre natürlich, das Ganze jetzt hier unten anzulegen. Ich habe die Rezeption bzw. den Eingang eigentlich immer gerne recht zentral. Hat den Hintergrund, dass wenn mal einer wirklich durch die Vordertür raus möchte, dass er natürlich deutlich weiter laufen muss. Wie könnten wir das jetzt hier umstrukturieren, um das so zu realisieren, wie ich mir das vorstelle, ist die große Frage. Habe ich jetzt ehrlich gesagt absolut keinen Plan dafür, wie man das alles umbauen könnte, weil ich hätte dann natürlich auch gern unterschiedliche Kantinen. Aber ich glaube, ich werde über den Standardweg gehen müssen und hier einfach eine Kopie bauen. Also wir versuchen dann quasi hier, oh, jetzt schauen wir hier wieder mal zu, ob es hier Katastrophen gibt. Irgendwo passiert was. Ich weiß noch nicht wo. Oh, hier passiert was. Oh, da gibt es böse Schlägerei. Und wir haben einen Toten. Oh, da haben wir jemanden, der ist gestorben. Schade eigentlich. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Aber es ist passiert. Wir haben auf jeden Fall wieder einen Toten dazu. Hi, Abend, Fedora. Und, wie hat's geklappt? Ist ja wieder blöd, hier direkt zum Einstieg erstmal wieder einen verloren. Zack.
Da haben wir die 6. Einmal nicht aufgepasst. So, also im Endeffekt würden wir jetzt einen Zugang hier legen. Das hier wäre dann quasi der Abschnitt. Und dann hätte ich hier eine Türe drin. Es wird. Ja, das klingt doch schon mal gut. Mein aller Anfang ist schwer, aber mit jedem Mal wird es besser dann. Wie viele Insassen hast du denn schon Kapazität bei dir? So, dann bauen wir. Das passt dann so. Dann vergrößere ich den Weg hier mal noch. Ups. Dann würden wir hier noch mal eine Schleuse reinbauen. So, dann hätten wir, machen wir das so, dass wir hier eine Abzweigung bauen und hier, dann können wir hier nämlich zentral die Kantine aufziehen mit 10, 15. Und hier wieder 10. So. Dann hätten wir hier die Kantine quasi. Oh je. Ja, das ist schade, aber was ich dagegen tun kann, weiß ich leider wirklich nicht. Das ist mir ein Rätsel. Hast du denn deinen PC nicht dabei? Oder was heißt PC? Laptop in dem Fall, ja? Oder zu faul zum Aufstehen und noch in dem Bett liegend mit dem Handy? Der Raid, oh. Ja, WoW war mal wieder nicht so gnädig und hat, es gab zu einigen technischen Problemen, sage ich mal. Also, der war schon früher beendet, allerdings gab es dann noch dementsprechend Nachbesprechungen und so weiter. Also, das ging dann alles nicht so schnell rum, wie man hätte meinen können. Aber sei es drum. So, jetzt haben wir hier Problem 1, 2, 3, 4. Dann so. Dann so. 1, 2, 3. Dann so, dann so, dann wird das unsymmetrisch, das ist nicht schön. Machen wir hier lieber einen Grünstreifen dazwischen. Ändern machen wir schon schön symmetrisch. Ach, geht ja auch nicht, da muss ich eine Doppelwand machen. Ah, okay. Ja gut, da kann ich natürlich nicht mithalten. Da kann ich nicht mithalten. Ah, wie bauen wir das jetzt? Eigentlich hätte ich das gern symmetrisch gehabt, aber dafür ist dieses Gebäude hier einfach einen Fetzen zu lang. Dann muss man das wohl verkürzen. Sonst stimmt das alles nicht. So. Dann geht es nämlich. Dann kann man das hier verkürzen. Und dann hier das hinbauen. Das so machen und den so, und schon haben wir unser Zellensystem wieder. Ja, es sieht einfach schöner aus, wenn es symmetrisch ist. Irgendwo das Auge spielt ja doch mit. Bei solchen Sachen habe ich das dann gern übersichtlich. Sowieso, wenn es einem durch das Spiel so einfach gemacht wird, sage ich jetzt mal, dann ist es durchaus sinnig, doch eine gewisse Symmetrie einzubauen. Vor allem dadurch, dass man das ja alles sehr schön planen kann hier. Kann man Gott sei Dank auch schon, bevor man es gebaut hat, dann sehen, was man verbockt hat. Ja, ja. Gut, ich meine, Zelda ist natürlich auch, also der Kultstatus. Das
Da kann ja niemand gegen ankommen. Quasi. Wobei meine Zelda-Zeit schon lange rum ist. Das letzte, was ich mir gekauft hatte, war noch eins der ersten, das es für die Wii gab. Ich glaube Twilight Princess war das. Und irgendwie war dann aber für mich die Luft da leider raus. Aber gut, sie können es ja auch nicht jedem recht machen. Was haben wir denn jetzt schon wieder für ein Problem? Oh, weia. Sagt mir bitte nicht, da ist wieder eine. Nee. Haben wir jetzt keinen... Oh, wir haben gerade keinen Platz, hier die einzulagern, weil die alle hier in dieser Einzelhaft drinne stehen. Das ist natürlich schlecht. Aber gut, die werden ja irgendwann durch sein. Die haben halt alle viel zu viel Drogen dabei. Ja, klar. Weil mich hat das Spiel oder die Reihe, sagen wir es mal so, die Reihe hat mich auch eigentlich durch meine gesamte Kindheit begleitet. Aber irgendwann war auch da Schluss. So, dann hätten wir hier den neuen Zellenblock, die Kantine. Dann die Duschen bauen wir wieder davor. Das heißt, das wäre erledigt. Wir bräuchten noch einen Yard. Den könnten wir eigentlich genau hier hin zimmern. Das ist gar nicht doof. Der ist dann gut erreichbar. So. Was brauchen wir noch Wichtiges? Kantine. Ah, Kantine haben wir ja. Quatsch. Die Kantine braucht eine Küche. So. Da haben wir es. Würde ich die Küche am besten hier anschließen. Das sollte als Küche eigentlich reichen. Ja, mach das. Dann können wir hier den Weg eigentlich drum herum führen. So. Schön. Was brauchen wir noch? Wir brauchen natürlich eine neue Stromversorgung. Die bauen wir am besten in ein separates Gebäude. Dann würde ich sagen, bauen wir das Gebäude hier hin. Dann können wir da auch eine dementsprechende Wasserversorgung gleich hinsetzen. Den Rest könnte man vorerst mal lassen, denke ich. Das Einzige, was noch wichtig wäre, wären diese Einzelzellen. Die würde ich jetzt spontan einfach mal hier reinsetzen. Da brauchen wir, denke ich, noch ein paar. Sonst wird es eng. 1, 2, 3, 4, 5. Wollen wir mal 6 Stück. Das sollte vorerst reichen. Gut, dann können wir eigentlich mit unserem neuen Gebäude mal starten. Soweit ich das bezahlen kann. Das wird sich jetzt natürlich zeigen. Aber ich vermute eigentlich fast nicht. Weil das schon ein Haufen Kohle ist, was man da verbrät. Ja, also die ganz kleinen Dinger, das sind diese Kurzarrestzellen. Ja, so kann man es, denke ich, nennen. Wo die reinkommen, wenn sie böse waren. Ja. Also die mache ich wirklich immer nur ein Feld groß, weil was soll ich denen da großartig jetzt modsmäßig Sachen reinhauen, wenn die eigentlich nur Mist gebaut haben. Und hier ist es auch nicht wichtig, dass der Raum irgendeine gewisse Qualität hat oder so. Von dem her verdienen die da meiner Meinung nach wirklich nur den einen Quadratmeter, den sie da kriegen. Oh, das wird knapp, also ich denke mal, dass wir hier nicht so viel gebaut kriegen werden zu Beginn. Nur mal grob die Räume einteilen können, weil da ist der Cache ein bisschen, obwohl ich kann ja noch für den Zellenblock C ein bisschen Kohle anfordern. Wichtig wäre natürlich auch mal, dass wir hier dieses Reformprogramm durchkriegen, aber irgendwie
Ah, die wird es nicht schaffen mit 3%. Da hinten 10% und 4% Anwesenheit, das ist schon okay. 12 und 4 ist okay. 56 und 24 ist eigentlich ziemlich top. Also ein paar sollten es vielleicht doch noch schaffen, wenn sie nicht vorher wieder entlassen werden. Aber bei denen sehe ich hier gute Chancen, dass das nicht der Fall sein wird. Hier wird auch wieder fleißig produziert. Oh, die gute Frau wird es sicherlich schaffen. Die muss jetzt halt nur noch ausreichend da sein. Hier das gleiche. Also motiviert sind sie ja alle. Da kann man sich nicht drüber beschweren. Da kann man sich absolut nicht drüber beschweren. Ja, da haben wir ja dann bald genügend qualifizierte Mitarbeiter. So, 10.000 haben wir nochmal gekickt. Damit lässt sich das ein oder andere doch noch bauen. Oh, ah, das war dumm. Kann ich da nicht drüber bauen. So. Dann können wir vielleicht wenigstens hier die Blockteile zusammensetzen. So, hier brauchen wir... Ah, kann ich nicht hinbauen, weil... Achso, Baum wahrscheinlich. Weil Baum. Mods. Oh, ich selber habe es noch nicht so nach Mods geguckt. Eigentlich versuche ich immer erstmal das Hauptspiel so weit auszulutschen, wie nur geht. Und da ich bis jetzt wahrscheinlich noch nicht alles gemacht habe, habe ich da noch ein bisschen Luft. Also modtechnisch habe ich mich jetzt noch gar nicht umgeschaut, was es so gäbe, wo man sagen kann, boah, das braucht man unbedingt. Es gibt aber im Steam Workshop sicherlich einige lustige Sachen, diese da Heimatland, diese da hinzugefügt haben. Ich habe schon gesehen, da gibt es so ein, oh war ja, jetzt ist schon die Kohle, aber ah, da habe ich nicht dran gedacht, klar, die Lichter kosten ja auch noch shit. Das meiste, was ich bis jetzt ja gesehen habe, sind so Design Packs oder irgendwelche lustigen Sachen, wo dann die Insassen oder Mitarbeiter oder irgendwie so machen können. Aber groß beschäftigt damit habe ich mich jetzt noch nicht. Hi Jayslim. Oh, ich muss mal was trinken, sonst bleibt mir jetzt bald die Stimme weg. Ja, genau, das ist eigentlich das, was bei dem Spiel am meisten getauscht wird. Gefängnisse. Und eigentlich habe ich mir das Spiel nicht gekauft, um Gefängnisse von anderen Leuten zu spielen. Deswegen lade ich mir da auch kein einziges runter. Ich glaube, wir holen uns mal kurz bei der Bank. Das müsste ja irgendwo gehen. Irgendwo müsste ich doch Bank kaufen. Bank Geld kaufen. Geldbank kaufen. Wo ist das? Da, hier. Können wir bitte. Das würde ich ins Minus rutschen. Eben nur so fertige Gefängnisse. Und das finde ich eigentlich recht langweilig. Das macht vielleicht Sinn, wenn man mal diesen Ausbruchsmodus versuchen will, den es ja jetzt recht neu gibt. Ja, da macht es sicherlich mal Sinn, sich andere Gefängnisse anzugucken, statt seine eigenen zu benutzen. Aber ich würde eigentlich trotzdem auch erstmal zum Spaß eins im Sandkastenmodus oder so bauen und da mal versuchen auszubrechen, weil ist halt die Frage, macht es Spaß jetzt von jemand anderem aus dem Gefängnis auszubrechen oder aus dem eigenen? Das ist so eine Sache, das muss man, denke ich, irgendwie selber für sich entscheiden. Aber sonst habe ich da eben noch nichts Sinnvolles gefunden im Steam Workshop, wo ich jetzt sagen würde, boah, muss ich unbedingt haben. Und das Grundspiel hat ja schon einiges, also es gibt ja immer irgendwas, was man noch nicht ausprobiert hat. Und sei es auch nur mit Gefängnis jetzt mit Frauen zu errichten. Von dem her, da ist gut Luft nach oben. So, jetzt gucken wir mal, ob mir der Informant was zustecken kann. Ah, scheiße, der arbeitet und verdient Geld. Das ist schlecht. Aber gut, jetzt müssen wir halt gucken. Wo ist denn der andere? Der andere ist ja auch am Arbeiten. Ach, das ist doch alles blöd. Die sind alle hier an wichtigen Sachen beschäftigt. Ja, auf der einen Seite das eigene kennst du schon gut, aber ich denke, wenn man jetzt ein Gefängnis bauen will, wo man glaubt, dass keiner ausbrechen kann,
dann baut man das ja auch dementsprechend. Und daraus auszubrechen ist dann sicherlich schwer. Klar, man kennt vielleicht die ein oder andere Schwachstelle, aber eigentlich sollte man ja auch keine einbauen. Ja. Aber gut, ja, dafür macht es wahrscheinlich schon am meisten Sinn, zu sagen, okay, ich möchte. Oh, weia, liegt hier Alkohol rum. So, dann müssen wir dich gleich wieder deaktivieren, das ist übel. Sonst im Endeffekt macht es schon wahrscheinlich am meisten Sinn zu sagen, okay, ich hole mir ein fremdes Gefängnis und tu dann da ausbrechen versuchen. First Person View, gibt es da eine Mod dafür oder wie? Für den Ausbruchsmodus. Das wäre nämlich interessant, weil ich habe es jetzt vorher mal ganz kurz angeguckt. Aber so, wenn man so von oben drauf gucken kann, finde ich es auch ein bisschen doof. Man hat trotz allem ein bisschen viel Sicht. Klar, einerseits braucht man das natürlich auch, um zu wissen, wo was ist, aber ja. Da könnte ich mir so einen First-Person-View-Mod echt richtig gut vorstellen. Das würde sicher Spaß machen. Thodele. Ah, okay, die kommt jetzt dann bald raus. Wie geht's denn der guten Frau? Was hat's? Oh, 6%. Das ist ja. Oh, das ist ja quasi geschenkt. Ja, schafft ihr es jetzt bald mal, die Frau daher zu bringen? Dass wir mal weiter untersuchen können, wo was rumliegt in unserem Gefängnis. Vielleicht sollte ich mir die hier noch holen und die hier. Und die hier, weil da sind einige gute Informanten dabei. Die haben echt viel Abdeckung. Jetzt muss ich mal noch gucken, hier meine Finanzen. Habe ich gar nicht mehr drauf geschaut. 11,6 und wir müssen. Ja, GZ, das ist eine tolle Anzeige hier. Wir müssen ungefähr 10 bezahlen. Gut, hier wurde irgendwas getauscht. Hier wurde was getauscht. Das fahren Handys rum. Das ist mir weniger wichtig. Das ist mir wichtig. Diese Person hat es leider nicht verdient, weiter rumlaufen zu dürfen. 3D-Sicht gibt es seit Update 5 im Ausbruchmodus. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Also ich habe das jetzt vorher, war so 5 Minuten noch kurz bevor ich mit dem Stream gestartet bin, habe ich das mir mal angeschaut. Aber das habe ich nicht gesehen oder gewusst oder wie auch immer man das jetzt sagen möchte. Oh, weil ja, die zwei kriegen auch ganz übel auf die Nuss. Und der ist noch unterwegs. Okidoki. Überhaupt gibt es 3D-Sicht. Okay. Weißt du, wo man das einstellen kann? Gibt es irgendwie einen speziellen Knopf dafür oder? Es würde mich mal interessieren, wie das dann aussieht. So, aktiv. Handys, Handys, Handys. Dich müssen wir leider filzen, das ist nicht gut. Und der Rest ist mir auch wieder erstmal egal. So, das soll mal reichen. So, die Herrschaften befinden sich am besten. Ach so, das wäre jetzt ja eh aufgeflogen. Egal. So, Essen ist für alle da. Versteckt auf dem Klemmbrett, wo man auch speichert. Hier. Extras. Nee. Option. Grafik. Audio. Spiel. Nein, das wollte ich nicht. Bup, 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 bup. Auch nicht.
Experimentell. Vertex Buff. Okay, nee, das probieren wir nicht aus. Okay. Unten links. Unten links? Ach, unten links, wo man die Seite umschlagen kann. Ach, hier bei dem Update-Video meinst du jetzt? Ah, ja, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Das habe ich vorher mal kurz überflogen. Hi Marle. Das habe ich vorher mal kurz überflogen, aber ich habe noch nicht drauf geguckt. Dann muss ich mir das noch anschauen vom nächsten Mal. Vielleicht ist ja ganz interessant anzuschauen, der 3D-Modus. Jetzt geben wir hier mal ein bisschen Gas. Wir sollen schneller essen. Gänger haben wir keine neuen, oder? Oh, wir haben eine dritte Gang. Eine zweite Gang. So, drei Gangmember und zwei Gangs. Ah, das wird gefährlich. Das wird gefährlich hier. Das gibt wahrscheinlich irgendwann Krieg. Ich weiß zwar noch nicht wann, aber das ist richtig gefährlich, wenn wir hier mehr Gänger haben. Wenn die sich ausbreiten, wird das richtig eklig. Da muss man dann schon harte Maßnahmen ergreifen. So, machen wir wieder unsere Zellenblockkontrolle. Was ist jetzt kaputt? Wieso kann ich den? Jetzt kann ich ihn kontrollieren. So, weil hier passiert in der Regel nichts. Da die hier ja stark überwacht sind. Durch unseren bewaffneten Soldaten, bewaffneten Polizisten, stellen die hier eigentlich keine Dummheiten an. Wobei ich auch glaube, dass dieser Hof fast ein bisschen zu klein wird. Also eigentlich, wie gesagt, so manche Strukturen müsste man tatsächlich ein bisschen umbauen und das ein oder andere doch noch vergrößern, weil die tummeln sich hier schon echt ordentlich. Also das ist gar nicht mal so gut. So, jetzt wollen wir hier noch eine Zellenblock-Durchsuchung. So viel sollte es ja eigentlich nicht geben. Nicht mehr. Ah. Da, die Frau mit dem besten Namen überhaupt. Tack, tack, tack. Hört sich an wie ein Maschinengewehr. Wahrscheinlich deswegen auch die lustige Biografie. Aber sonst, ich meine im Endeffekt, schlecht benehmen tut sie sich im Gefängnis nicht, auch wenn sie echt einen blöden Namen hat. Naja. 5 Jahre. Muss sie absitzen. Was haben wir denn noch so für Leute hier? Die Frau mit dem Kind. Simpson. 10 Jahre. 21 Jahre. Was ist denn so das Rekordverdächtigste? 31 ist echt gut. Ist 31 ist 43 Jahre. Die ist jetzt die ist 32 Jahre alt. Das heißt, mit 75 kommt sie aus dem Knast und kann direkt in Rente gehen. Kann man auch so machen. Ich meine, kein schlechter Lebensstil. 12 Jahre, das ist nicht so der Hit. 29 Jahre haben wir auch schon überboten. Was finden wir hier noch so? Gibt es noch jemand, der den absoluten Rekord bricht? 43 Jahre ist schon echt übel. 30, 12, 11, 3, 20, 31. Da unten vielleicht ein paar von den Sitzbankbeleg. Egal. 42. Knapp. Nee, so die. Sowas krasses haben wir nicht nochmal, so wie es aussieht. Aber 43 Jahre ist schon übel. Ja, oder mit dem Leichenwagen. Das kann natürlich auch passieren. Ich meine, wenn man 43 Jahre im Knast wohnt und dann mit 75 eigentlich raus sollte, es kann auch sein, dass man da schon im letzten Kombi das Gelände verlässt. Man, immerhin hatten wir ja schon 6, die sind vor ihrer Zeit schon gestorben. Gibt es natürlich auch. So, jetzt bauen wir hier aber mal diese Dinger. Das wäre wichtig, dass wir hier mal anfangen, gebäudetechnisch ein bisschen zu bauen. Dann brauchen wir hier auch einen Zaun. Wir brauchen einen Zaun. Der geht so lang. Planungstechnisch können wir den hier wegnehmen. Wie wäre es? Ja, sehr schön. Und dann brauchen wir hier noch eine Mitarbeitertür. So. Und dann können wir hier auch mal noch so eine Tür hinbauen und dann sieht es cache-technisch schon wieder ein bisschen mau aus.
Eigentlich müsste ich jetzt gucken, dass ich noch ausgebaut kriege, aber das wird wohl nichts. Jetzt verkaufen wir die Sachen hier mal direkt. Ja, da kommt schon wieder ein bisschen Geld rein. Also die Exporte. Ah, okay. 510 gestern. Ist doch nicht so viel, wie ich immer erwartet habe. Oder wie es die letzten Male war, sagen wir es mal so. Bauen wir hier das Wändchen noch fertig. Hier auch. Dann sieht es schon wieder mal aus. Ja, es ist teuer. Teuer, so einen riesen Block auszubauen. Aber irgendwann werden wir uns den auch vollständig leisten können. Bin ich schon überzeugt. So. Schlafenszeit auch für Frauen mit Kinder. Was mir absolut widerstrebt. Apropos Frauen mit Kinder. Ich hätte gern hier die Zelle auch mal noch durchsucht. Und die hier auch. Und die hier auch. Weil die kontrolliere ich eigentlich gar nicht. Da muss ich mal noch aufpassen. Da haben wir bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht kontrolliert. Jetzt mal gucken, gut. Da, und Pillen. Kind und Pillen. Keine sehr gute Idee bei uns im Gefängnis. Ach genau, und einen zweiten Mitarbeiterraum müssen wir ja auch noch einplanen. Der ist auch sehr, sehr wichtig, weil die Mitarbeiter so extrem weit laufen müssen inzwischen. Die werden fast wahnsinnig. Ja, nee, das brauchen wir so nicht bauen. Das brauchen wir so auch nicht. Wir brauchen nur den. Obwohl, dann hängen wir das gleich ganz so auf, dann wird er ein bisschen größer. Ist hier jetzt eigentlich so eine Wand gebaut worden? Nein. Warum kommt hier keiner hin? Also da kaputt. Es kann doch nicht so schwer sein, da hinzukommen. Da ist eine Tür. Ach, ihr seid hier eingesperrt, oder was? Aha. Ja gut, dann machen wir das jetzt halt mal so. Kann das hier gebaut werden. Ich glaube, ich habe da ein paar Leute drin gefangen, die eigentlich da ein paar Jobs übernehmen sollten. Döf. Schlimmer wäre es, wenn es alle gewesen wären. Aber die rennen hier ja quer durch die Pampa. Alles kein Problem. So, sicherheitshalber fahren wir ganz weit raus und bauen hier mal noch einen riesen Zaun drumherum. So. Weil wenn dann nachher irgendwo eine Lücke wäre, dann haut nicht gleich jeder ab. Das ist mir nämlich mal passiert. Das kann auch passieren, das ist echt doof. Da denkt man, ja gut, dann baue ich da mal keinen Zaun. Das Gebäude ist ja eh zu und da reißt man aus Versehen ein Loch irgendwo rein und buff. Thema erledigt. Alles vorbei. Bestimmt 10 Leute abgehauen. Einfach keine Chance gehabt, die einzufangen wieder. So. Ja, es müssen jetzt ein paar von euch mal raus hier. Meine lieben Damen. Da sind doch welche dabei, die nicht gar nicht mal so lange hier. Nur 3 Jahre. Oh! Neuer Rekord. 51. Die ist 44. Das heißt, mit 95 kämen sie raus. Ich bezweifle, dass die Zeit hier überlebt. Also wenn das Spiel tatsächlich die Leute altern lässt, was ich eigentlich schwer hoffe. Madeline Stone Lake. Madeline Stone Lake. Den Namen muss ich mir merken. Weil das ist krass. 51 Jahre verknackt. Und schon 44. Sollte eigentlich egal sein. Hier, du meinst die Verkabelung hier. Sollte eigentlich egal sein, in welche Richtung man die verbindet. Zumindest wüsste ich nicht, dass es da eine bestimmte Reihenfolge gäbe. Ne? Weil würde auch keinen Sinn machen. Wenn aber eine Kamera nicht funktionieren sollte, dann würde ich es einfach mal ausprobieren. Grundsätzlich gehe ich immer vom Monitor zur Kamera hin. Aber eigentlich müsste es echt egal sein. Ich habe es allerdings noch nicht getestet, ob es nur in eine Richtung geht. Das könnte ich jetzt nicht mal sagen. Druckschalter habe ich noch nicht benutzt. Noch nie. Ich habe noch nie ein Türkontrollsystem benutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich bis jetzt. In die eine Richtung wird es rot und in die andere blau. Weißt du was, wir machen das jetzt mal so. Wir machen hier die Connection weg. So, dann müsste hier ja.
keine Verbindung mehr bestehen zu Kamera Nummer. Nee. Jetzt habe ich mal davon gesprochen gehabt, dass. Ja, lass mich doch in Schuh. Nee. 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 Das darf doch nicht wahr sein. Scheiße. Rennt. Boah, wo schläft die eigentlich? Nee, die hieß anders. Ah, hier guckst du. Suche Celle durch. Suche Celle. Ah, das sind unsere beiden Gänger, kann das sein? Oder zumindest einer von denen. Einer von denen will abhauen. Lässt er seinen Kumpel hier im Stich. So, einen Moment bitte. Ja, der kommt nicht mehr hinterher. So, mal nochmal Trick 17 anwenden. Habe ich noch was zum Verkaufen? Hey, lass mich doch das Holz auswählen, du Bauermensch. Braucht doch nur Kohle, um mir einen Polizeimann zu kaufen. Ja, in dem Fall absolut richtig. Sollte man eigentlich solche Scharfschützentürme aufstellen. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass ich mal noch drum rumkomme. Na, guckst du. Jetzt haben wir sie. Einer ist abgehauen. Was für eine Scheiße. Es ist nur die Frage, wo haben sie den Tunnel hergebaut? Auf jeden Fall mal wahrscheinlich aus diesem Bett oder aus diesem Zimmer raus. Das heißt, ah, Scheiße. Jetzt kann ich die nicht durchsuchen. So ein Mist. Jetzt muss ich die anderen alle aufwecken und kann es nicht, kann das Ding hier nicht durchsuchen. Weil mich hätte jetzt schon interessiert, wo der Turm herkommt. Der Tunnel herkommt. Weil das ist doch eher eine Sicherheitslücke, die gefällt mir mal so gar nicht. Oh, war ja schon wieder die nächste mit Waffe. Da. Da will man ausbauen und dann passiert sowas. Das geht gar nicht. Das ist sehr, sehr unschön. Sehr, sehr unschön. Ja klar, jetzt gibt es natürlich auch erstmal richtig, richtig Ärger hier. Die sind stinkig. Wenn die hier so übel durchsucht werden. So, jetzt hätte ich gern die Zelle mal durchsucht. Irgendwo muss doch dieser blöde Tunnel herkommen. Sag mal, das darf doch nicht wahr sein. Irgendwo muss doch dieser doofe Tunnel herkommen. Normalerweise bauen die da sowas immer im Toilettenschacht oder so. Haben die jetzt da tatsächlich einen Tunnel direkt vorm Zaun gegraben oder was? Ich hatte doch eigentlich sogar hier Stuff Only. Auch wenn da jetzt im Moment keiner hinkommt. Doch eben die Türme müsste man eigentlich verschütten können. Aber ich kann dir jetzt ehrlich gesagt nicht mal sagen. Ah, okay. Ich nehme alles zurück. So. Tunnel wegmachen. Lass das Ding mal offen dann. Oh man. Ja, aber früher war es im Prinzip so, man ist in die Zelle gegangen und hat dann da gesucht und dann war meistens unter der Toilette. Ah, jetzt findet man ihn. Guck dir. Ja, war meistens unter der Toilette dann der Tunnel.
Na klar, da sind sie hier durch die große Rohrleitung durch und dann haben sie hier dran vorbei gegraben. Unschön. Sehr, sehr unschön. Oh, da unten gibt es wieder Bambule. Ah, jetzt schlägt man sich mit Besteck. Das ist auch der neueste Trend, sich mit Besteck zu schlagen. Super. 1, 2, 3, 4. Ist aber Gott sei Dank keiner tot, oder? Das wäre jetzt echt furchtbar, wenn wir jetzt noch Tote hätten. Er schaut einer ab und dann haben wir Tote. Ja, Hunde aufstellen macht auch Sinn bei sowas. Problem an der ganzen Sache ist nur, Hunde sind verflucht teuer. Finde ich. Also die sind schon echt richtig, richtig teuer. Da wir gerade nicht die reichsten sind, kann ich mir die wahrscheinlich nicht anschaffen. Verdammt, verdammt, verdammt. Produziert mal mehr Geld. Geht so nicht weiter. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt ein Gangmember weniger. Es ist nur noch 1 gegen 1, also nichts übermäßig Bedrohliches mehr. Ja, bei mir ist immer Action. Aber sind wir auch mal ehrlich, ohne Action wäre das Ganze ja ein bisschen langweilig, oder? Es muss ja schon immer hier Schlägereien geben. Auch wenn es natürlich nicht ganz so schön ist. Oh, wir wollten ja die Kamera noch verbinden. Also das probieren wir jetzt mal aus. Wir sagen Connect. Hier. Okay, dann wird's blau, ja. Jo, Nachtmale. Dann wird's blau. Das ist verkabelt. Okay, die Kamera funktioniert nicht. Jetzt machen wir die... Lass mich mal was ausprobieren. Wir gehen hier hin und hängen das da dran. Ist trotzdem inaktiv. So rum machen. Dann funktioniert die Kamera nicht. Ich habe gedacht, vielleicht kann man die Kameras zusammenschließen. Aber ich vermute, zu welchem ist denn die Kamera hier verbunden? Zu dem hier. Jetzt hätten wir einen Kreis quasi. Das geht auch nicht. Okay, schade. Also in dem Fall, glaube ich, Frage beantwortet. Wir müssen hier den Monitor anklicken und dann zur Kamera hin. Und dann wird die rot und ist verbunden. Ja, die hat Strom. Die hat Strom. Das ist, oder? Die hat Strom normalerweise drunter liegen. Ja, sie hat Strom. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Oh, hier. Nackt Workout. Habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Ja, gerne. Also, bei solchen Sachen, das muss ich auch immer einfach ausprobieren. Und dann sieht man ja im Endeffekt, was, wie es funktioniert und so weiter. Also, alles kein Thema. Können wir hier alles ausprobieren. Mit dem Gefängnis können wir ziemlich viel anstellen. Da haben wir alle Freiheiten irgendwie. Das ja, kaputt machen vielleicht nicht, aber man kann viel machen. Man kann sehr viel machen. Ich gebe mir Mühe, dass wir hier so viel wie möglich ausprobieren können. So, jetzt wollte ich hier aber noch die Tür einbauen, die wir vorher rausgenommen haben, damit meine Leutchen hier wieder langkommen und mir endlich dieses blöde Stück dazu bauen können. Und dann haben wir hier ja jetzt quasi unseren neuen Garten. Dann würde ich hier auch mal die Bäume auseinandernehme. So, ja, die Reformprogramme kosten richtig Cash. Die kosten richtig, richtig Cash. Das ist halt teuer. Teuer ohne Ende. Aber da oben können wir nochmal Holz verkaufen. Ja, vielleicht sollte ich doch, wie es letzte Mal schon angesagt, noch irgendwie so eine kleine Försterei bauen.
zum Holz verkaufen, weil Holz doch eigentlich eine ganz, ganz gute Einnahmequelle ist. So, wir sind gerade im Minus. Ah, dann setzen wir die hier trotzdem schon mal hin. Ist Outdoor, ja, passt. Ist soweit erledigt, gut. Kein Access. Kann auch keiner arbeiten. Schade. Schade, weil. Naja, danke. Deswegen war da auch das Planungsding. Danke, danke. Danke für die Info. Dann machen wir das nämlich gerade andersrum, dann kommt die hier runter. So. Dann ist es. Dann passt es. Mann, ich brauche Geld. Verdient Geld. Schneller. Bringt alles keine Kohle. Das bringt Kohle, aber auch nicht ausreichend. Nein. Das hier ist im Moment Staff only. Ja. Da kommt keiner hin. Guck, dass der Landmensch. Das war ein guter Tipp. Da kommt ja der Ruheraum für meine Mitarbeiter rein. Dann mache ich am besten die Wände wieder rein. Damit ich es auch nicht vergesse diesmal. So, und die Türe. So. Dann wäre das fix. Gut. Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen. Ja, das Problem ist, dass wir halt noch extrem viel Steuern zahlen. Aber das ist eigentlich auch bald Geschichte. Dann zahlen wir nur noch 1% Steuern, dann kommt ein bisschen mehr Kohle rum. Ja, da piepst wieder jemand. Ja, ich also Geld verdienen in dem Spiel, wenn man nicht irgendwelche Sachen hier erfüllen kann, ganz, ganz schwer, finde ich. Das wäre eigentlich auch noch eine Idee. Das wäre eigentlich eine richtig gute Idee. Das könnten wir machen. Dann nehmen wir die Kohle mal. Bauen hier noch eine Gefängnistür. So. Dann können wir hier jetzt den Mitarbeiterraum hinbauen. Gut. Und dann können wir hier so einen kleinen Workshop machen für die Holzbauerei da. Weil damit kann man auch eigentlich ganz gut Geld verdienen. Und dann können wir den Bereich hier zugänglich machen. Da muss noch die Türe rein. Und dann haben wir wieder was zum Erfüllen. Gibt dann doch noch mal ein bisschen Kohle. So, aber was wir hier auch brauchen, schon mal, bevor überhaupt was passiert, ist eigentlich Wasserpumpstation. Shit. Das wird nicht gescheit reichen. Muss ich das hier hinbauen und den Raum ein bisschen nach hinten ausdehnen. Sonst klappt das nicht. So. Ah, Gift gefunden. Jetzt gucken wir hier mal zu, solange da unten gebaut wird. Vielleicht gibt es da nochmal eine Schlägerei. Nicht? Dann tun wir mal den Zellenblock kontrollieren. Vielleicht gibt es ja nochmal was. Ja. Ich habe einen Putzraum, der ist hier. Und die putzen ja auch alle schon fleißig, aber man sollte eigentlich schon gucken, dass man immer so eine Grundsubstanz an Putzpersonal hat. Weil das Problem ist, die putzen ja nur in ihrer Arbeitszeit. Und die ist relativ kurz, finde ich. Und deswegen kriegt man da auch dann hin und wieder mal das Problem. Das machen wir hier alles noch nicht zugänglich. Der ist sowieso nicht zugänglich und der auch nicht. So, dann kann man nämlich hier schon mal das Ding zum Mitarbeiterraum deklarieren. Ja, also ich mache es halt immer so, weil die normalen Putzkräfte, die putzen dann halt eben durch
durchgehend und die anderen dann halt, wenn sie dran sind, mitarbeiten. Somit bleibt insgesamt eigentlich das meiste dann doch noch recht sauber gehalten. Normalerweise müsste ich jetzt auch schon längst wieder Putzpersonal aufstocken. Ich habe einfach fast zu wenig. So, Workshop nochmal. Na, da. Da haben wir doch. 5x5 ist doch. Jo. Säge, Presse brauche ich nochmal. Ich will aber eigentlich nur das da haben. Boah, teuer. Nee. Kann jetzt aber hier jemand arbeiten? Nein. Ja, aber das ist eben der Hintergrund, warum. Hat man was gehört? Was ist passiert? Ist aber keiner gestorben, oder? Nee. Blut, Blut, Blut. Blut. Eine beim Doc. Oh, das haben wir jetzt eiskalt verpasst hier. Die Schlägerei vor lauter Labern. Oh weia. Upala. Sag mal, hier unten, die Schulklassen müssen doch endlich mal hier dieses blöde Ding hinkriegen, oder? Das kann ja nicht sein. Vor allem, ich muss dann ja noch diesen Super-Duper-Kurs machen. Für die. Das ist ja noch das viel größere Problem. Die müssen ja dann noch die. Ein einziger muss dann noch diesen weiterführenden Schulkurs bestehen. Der ist ja auch nochmal extrem teuer. Und eigentlich sollte man dafür auch einen zweiten Dinger haben. Geht das? Kann ich den so mal starten? Alle Räume sind gebucht. Ja gut, klar, da muss ich nochmal einen neuen Raum bauen. Oh je. Gestorben ist jetzt wirklich keiner. Da bin ich mir nämlich irgendwie nicht so sicher. Ah ne, klar. Kann ich hier nachprüfen. Kommt ja kein neuer, also kann auch keiner gestorben sein. Gut. Sauber. Kann man sehen, da bin ich vorwärts spulen. Das wird eh geschlaufen. Aha. Ein Löffel. Und noch ein Löffel. So. Wollte die Löffelschlacht machen. Das ist nicht okay. Das machen die Italiener. Ohne jetzt Italiener beleidigen zu wollen, aber. Das passiert da. So. Was haben wir denn jetzt so eingenommen eigentlich? 2000. Ja, hier. Steuern fast keine mehr. Ist schon mal gut. Das ist sehr gut. So kann sich arbeiten lassen. Oh, die Gefangenengehälter müssen wir auch noch bezahlen. Das ist auch was. Was am Anfang gab es das nicht, dass die auch noch Geld dafür bekommen, dass sie arbeiten. Und jetzt muss man die auch noch bezahlen. Das ist echt fies. So, aber hier baut jetzt bitte keiner mehr einen Tunnel, ja? Da habe ich echt keinen Nerv mehr zu. Sonst spreche ich echt ab. Das würde mir das Herz brechen, wenn hier jetzt nochmal jemand versucht auszubrechen. Weil das geht gar nicht. Wirch. Alles viel zu teuer hier. Alles viel zu teuer. Jetzt kommt der Punkt, wo das Geld einfach nicht mehr da ist. Drei versteckte Dinger gibt es hier noch, okay.
Nee, das ist doof. Ja, das ist okay. Ich werde jetzt sowieso in den nächsten Minuten auch aufhören. Ich muss morgen ja auch wieder früh raus zum Arbeiten. Ich habe vor lauter gar nicht auf die Uhr geachtet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche dir noch einen schönen Restabend und eine gute Nacht. Ja, das werden wir dann am Mittwoch sehen, wenn es weitergeht. Am Mittwoch geht es ja weiter. Schauen wir mal, ob dann noch ein paar Leute sterben. Aber ich speichere jetzt auch mal. Wie gesagt, auch für mich kommt die Zeit, ins Bett zu gehen. So. Gut. So. Also dann, auf bald, wenn du magst. Ansonsten, wie gesagt, gute Nacht. Und danke fürs Zuschauen. So.